Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute wieder die Beantwortung einer Zuschauerfrage. Genau, jetzt von Sebastian nochmal. Heute haben wir es mit dem Sebastian. Hallo, liebes Konishi-Team. Ich habe einen Koi im Teich, der bei kalten Temperaturen... Ich habe einen Koi im Teich. Wenn Fragen hier schon so anfangen, natürlich habt ihr alle Koi im Teich. So geil, ey. Ich habe mich gerade gewundert, wie der ohne Witz, Sebi. Sehr geil geschrieben, Sebi. Ja. Der bei kalten Temperaturen länger unter 10 Grad krumm wie ein S wird. Steigen die Temperaturen im Frühling an, so wird er aus seinem Körper wieder gerade. Jetzt bei über 20 Grad ist er wieder komplett gerade. Ist dieses Problem bekannt oder geht es nur diesem Fisch so? Kann es sein, dass kalte Überwinterung das Krummwerden von Fischen begünstigt? Liebe Grüße und vielen Dank von Sebastian. Lieber Sebastian, schön, dass du das schreibst, weil genau das habe ich in den letzten Jahren auch immer wieder beobachtet, dass Koi bei sehr kalten Temperaturen, Sie wissen, ich überwintere kalt, dass wenn die dann unten liegen, dann sind die krumm und dann sind die manchmal auch so komisch krumm, also manchmal auch so leicht S-förmig krumm. Ja? Aber genau wie du schreibst, wenn die Temperaturen wärmer werden, dann werden die wieder gerade und ich sage einfach, das hat was mit den Muskeln zu tun. Ja? Langen Sie mal 2 Minuten in so ein kaltes Wasser rein, dann ist Ihre Hand nachher auch so. Ja? Und wenn es wieder wärmer wird unter der Dusche, plötzlich haben sie wieder eine normale Pfote. Das ist echt witzig. Wenn man richtig verfroren draußen ist, dann hält man wirklich dieses... Ist so. Und so erkläre ich mir das, weil ich habe das bei vielen Fischen schon gesehen. Aber im Normalfall, aber wichtig auch, eigentlich nur bei großen Fischen. Und bei dir handelt es sich ja auch um einen 80 cm Benigoi. Haben wir auch gefilmt, wie der in Wien ausgeliefert wurde. Und Sebi hat mir da ein Bild geschickt, wie der richtig krumm war, ja, und ob das normal ist. Ja, für dich schon. Nein, und dann haben wir es davon gehabt und ich habe ihn dann gebeten, die Frage zu schicken. Also es war eine Fake-Frage, weil es wichtig ist. Bei großen Fischen, wenn die im Winter im Teich sind, wenn die im Winter kalt sind, kann es wirklich sein, dass die krumm wirken. Und wenn die dann gerade werden, wenn die Temperaturen wieder höher werden, werden sie gerade. Aber ich könnte mir auch vorstellen, und das muss ich der Fairness halber sagen, aber es sind halt alles so Beobachtungen, so Punkte, dass es einen gewissen Teil Fische gibt, die durch dieses extrem kalt überwintern krumm werden. Sage ich Ihnen ganz ehrlich. Warum? Konishi überwintert seine Fische bei 13 bis 15 Grad. Ja? Und ich habe da eigentlich die Art von krummen Koi, wie wir hier ab und zu mal in den Teichen sehen, kenne ich von da drüben nicht. Ich habe oft beobachtet, dass die Fische aus Teichen kommen, wo extrem kalt überwintert wurden. Ja? Aber es ist ein Anfangsverdacht. Das ist jetzt noch kein Statement. Das ist eine Beobachtung. So. Könnte was dran sein. Aber es ist natürlich auch schwierig zu beobachten. Aber vielleicht haben auch Sie Erfahrung gemacht. Dann schreiben Sie uns mal. Wäre interessant. Ja, absolut. Sebi, danke für deine FF-Fake-Frage. Bis dann. Ciao.